Ja, da wird's aber ein bisschen warm. Das Saboteur ist hier entlang gekommen. Heißt das nicht echt der Saboteur? Naja. Verblüffend. Die Tore sind viel zu schwer, als dass ein Mann sie anheben könnte. Stattdessen werden sie mit Hilfe einer um ein Rohr gewickelte Kette hochgezogen. Das Rohr scheint von Motoren rotiert zu werden, die mit diesen elektrischen Schaltern verbunden sind. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, kann sich der Motor nicht drehen, was die Tore zu einem unüberwindbaren Hindernis machen. Aha, gut. Noch mehr elektrische Sabotage. Und noch ein manipulierter Sicherungskasten. Dieser Kerl sabotiert ziemlich gründlich, wenn auch etwas monoton. Der Gestank dieser Fässer macht es einem recht unbehaglich. Ich hoffe inständig, dass die Substanzen, die in dieser Fabrik aufbewahrt werden, kein bezeichnendes Merkmal der Überschwemmung sind, die meine Kinder bedroht. Ja, das ist doch deine Fabrik, du Vogel. Ja. Zumindest wohnt der Typ da. Hab ich mir auch gedacht. War ich nicht. Übrigens, bei mir regnet es gerade. Ach, bei uns auch schon den ganzen Tag. Oh Mann, das ist so beklemmend irgendwie. Das. Dann spiel das Spiel, da hast du noch mehr Beklemmung. Da ist die Laune gleich im Keller. Da gehe ich nicht rein. Ja, ich bin schon im Keller. Ja, muss ich jetzt die Sicherung wirklich über die halbe Map schleppen? Muss ich das? Sonst kommst du hier wahrscheinlich nicht weiter. Ja. Dann muss ich wohl doch in den geheimen Pornoraum gehen. Also dann, Leute, ready for Freddy. Ab rein dort. Interpol, keine Bewegung. So hat man keine Waffe, warum nicht? In The Last of Us hat man wenigstens eine Axt. Das wurde... Und viele andere Waffen, Schrotflinten. Das wurde in, wie heißt's, in Sin Penumbra, im ersten oder zweiten Teil hatte man Waffen. Das wurde damals kritisiert, deswegen gibt's keine Waffen mehr. Weil man für einen guten Horror-Shooter oder Horror-Spiel keine Waffen braucht. Ja. Horror-Shooter. 19. August 1899. Ja. Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Da hat mich die Müdigkeit überrollt. Von Reichenbach schreibt über die Lebenskraft OD, während diese ignorante Scharlatanin Blavatsky über die Seele dozierte. Schwachköpfe sind sie. Alle beide. Nur auf den Gedanken kommen kann, derartige Perfektion erreichen zu können, ohne vorher durch Erbrochenes und Innereien zu warten, ohne auf einen knöchernen Bau zu stehen. Montezuma war diesbezüglich weiser. Hier aber, in unserem stilleren Tempel, war ich Augenzeuge, wie der abgetrennte Kopf eines Mannes, der erst kürzlich von einem durchgegangenen Pferdewagen überfahren worden war, eingetaucht in ein Gefäß voll Brennenburglösung, die Augen öffnete und verzweifelt rief: Oh, meine Beine! Guter Mann, wo sind meine Beine? Wo ist mein Körper? Wir überwinden selbst die Grenzen des Todes. Oh, mein toter Liebling, oh Lilly. Für dich ist es zu spät, aber das eine verspreche ich dir. Ich werde unsere Kinder vor dem Tod retten. Und falls notwendig, so werde ich sie mit diesem wundervollen Gebräu aus der Finsternis zurückholen. Brennenburg-Lösung, eine Anspielung auf Amnesia 1. Da spielte das Ganze nämlich auf Schloss Brennenburg. Ja, und man stellt da im Laufe des Spiels irgendwie eine Säure her oder so. Um sich irgendwo durchzuätzen, dass man weiterkommt. Ja, das war relativ am Anfang des Spiels, ne? Ah, ich glaube, das muss wieder am Anfang dann das sein. Ah, das ist die Tür, die vorher nicht aufging. Das heißt, du kannst jetzt eine Sicherung holen. Das war doch keine doppelte Sicherung. Wie gesagt, für mich ist es ja auch noch blind. Na. Kommst du mit? Wie gesagt, du musst jetzt immer mit dir rumtragen. Ist ein bisschen blöd, dass man hier kein Inventar hat, wie im anderen Amnesia. Stell dir mal vor, du musst irgendwas rumtragen und dann auch gleichzeitig vor einem Monster flüchten. Du musst aufpassen, dass das Ding nicht runterfliegt. So wie in Penumbra, wo man so ein explosives Gebräu hat, muss man auch durch die Gegend rennen, vor einem Monster, glaube ich, flüchten. Und das darf nichts irgendwie berühren, weil das sonst gleich in die Luft fliegt.
Da habe ich das Viech gesehen, das ist aber abgehauen. Ne? Mein kleiner Schweinefreund, du kommst jetzt gleich, um mich zu holen, ich weiß schon Bescheid. Oh, aber erst einmal liest man die Notiz, bevor man zu nichts mehr anderen kommt. Der Weg ist nun klar. Diese chemische Verarbeitungsmaschine scheint nur ein Teil eines größeren Komplexes zu sein. Das wird kein leichter Weg für mich. Ich werde weiter in dieses merkwürdige Reich vordringen, während ich meinem Fieber und den Rufen meiner Kinder folge, wohin auch immer sie mich führen. Na dann, ready for Freddy. Nimmst du gleich nochmal eine Sicherung mit? Nö, ich wollte eigentlich nur zurückgehen, falls ich mich verstecken muss. Achso. Hörst du irgendwas? Nö. Noch nicht. Aber weil ich das Rätsel jetzt gelöst habe, deswegen habe ich gedacht. Haben wir jetzt noch was bekommen oder? Ach, ich muss hier klicken. Hallo, klicken. Ach nö. Ach nö. Dann ist das vielleicht so ein automatisches Speichersymbol, dass das Spiel da automatisch speichert. Das könnte sein. Ich hatte eigentlich gerade nicht drauf. So, das Viech ist ja hier lang gerannt, da vorne rennt es wieder. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Noch. Ich konnte es zwar nicht gut erkennen, aber... Ey, dieses Drecksvieh, ne? Das Viech gaukelt uns vor, unsere Kinder zu sein und dann... Boah. Wie viel Uhr ist eigentlich? 19.37 Uhr. Das geht ja noch. Also wir können noch ruhig ein bisschen was aufnehmen. Ich muss aber nachher mal schnell aufs Klo. In der Zeit kannst du dich ja kurz beruhigen und gucken, wie das mit den Aufnahmen so war. Dann können wir ja weitermachen in der Not. Nö, nö, mir eilt's nicht. Ach, ich find's ganz lustig eigentlich. So schlimm. Ja, du findest es ach, lustig. Ach komm, so schlimm ist das nicht. Du hast doch ja eine nette Begleitung. Alter, was ist denn hier? Giftgas oder was? Dann weiß das. Ich wünschte, es wäre Giftgas, dann müsste ich hier nicht lang lätschen. Aber es ist wohl nur Wasserdampf. Das heißt, eingeschränkte Sicht ohne Lampe und Lampe dürfen wir nicht benutzen wegen dem Vieh. Juhu, da kommt Freude auf, da kommt Freude auf. Mir kommt es vor, als ob wir hier schon mal waren. Waren wir hier nicht schon mal? Nö, das sind wahrscheinlich einfach nur die gleichen Einrichtungsgegenstände. Das kommt ja öfters vor. Die gleichen Texturen. Na, ich sehe nicht viel von Texturen, von dem her. Für mich ist es alles eigentlich ein schwarzer Klumpen, so gut wie über TeamViewer. Ich hoffe, dass es dann in der fertigen Aufnahme ein bisschen besser aussieht. Ja, ich denke schon. Oh, ein großer. Ich habe dir gesagt, dass er kommen würde. Ja, also wir werden jetzt gleich... Also es muss doch jetzt langsam mal was passieren. Das Monster taucht ständig auf, rennt aber wieder weg. Jetzt kommt's aber jetzt, oder? Ach, wir sind jetzt hier im Ladebildschirm, sind wir jetzt. Quasi im Main Screen. Ja, genau, im Hauptbildschirm. Was ist denn jetzt? Da läuft doch. Okay, scheinbar musste hier die Pumpe irgendwie. Nein, 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 nein! Dreh vielleicht mal an den Rädern. Also dann, volle Lotte. Ach so. Sowas wie eine Luftschleuse oder ah, so. Okay, ich schätze mal, weil das hier jetzt der Ladebildschirm ist, geht's jetzt richtig los. Wir betreten jetzt den Schrecken, was es überhaupt jemals gab. Und das ist ja anscheinend so eine... hermetische Abriegelung oder so, ich weiß es. Eine Luftschleuse, Desinfektionskammer, ich weiß es nicht. Ja. Dass von außen keine Bakterien reinkommen und von innen nichts raus. Weißt du, so eine Abschottung wie bei einem Kernreaktor.
Naja, kann sich jeder vorstellen, was das ist. Muss ich ja nicht weiter erläutern. Spielt einfach mal Doom 3, da gibt's sowas auch. Da wird das, glaube ich, auch ganz gut erklären. Genau, Doom 3 bestimmt. Ja, ich meine, ich kenne das Spiel jetzt nicht. Ich sag ihr genau. Okay, die Tür ist zu. Das ist gut. Oder auch nicht gut. Hier können wir wieder zudrehen. Das finde ich auch toll, dass man das machen kann, obwohl es eigentlich unnötig ist. Okay, doch nicht. Schade, ne? Muss ich da rein? Schaut wohl so aus. Okay. Das Halsband, der Hals, der Galgenstrick, wo wir ich von fahre, die Times beschrieb es als schönes Ereignis. Das Fahntuch erstreckte sich ganze Straßen weit und die Fanfare blies. Ein stolzer Tag für die Familie. Ja, ich könnte das gar nicht so schnell vorlesen. Deswegen ist es ganz gut, dass Patrick hier die Sachen so übernimmt. Ich schalte mal das Licht aus. Komisch, hier ist so eine Lampe, die ist total hell und macht nur so wenig Licht. Das ist Amnesia. Es soll ja dunkel gehalten werden, ich weiß, für die Atmosphäre und so. Es klingelt! Da war das Schwein. Und du hast den Memento genau bekommen. Ach Gott, ich nenne das Memento, das ist noch so total aus Amnesia, der da ist. So, ich mache ja mehr hier. Ganz wie du meinst, mein Freund. Geh mal mit J nochmal in dieses Menü rein. Hast einen neuen Tagebucheintrag bekommen. Die Fabrikbüros. All diese Hinweise auf eine große Arbeiterschaft, aber keine tatsächlichen Lebenszeichen. Es ist gar so, als ob sich jemand darum sehr bemüht hätte, die Illusion einer funktionierenden Fabrik zu kreieren. Aber wenn man diese Fassade genauer studiert, erkennt man sie eindeutig als Fälschung. Dennoch, ich muss meine Ängste beiseite legen, das Unbehagen unterdrücken, das sich mir in den Magen gräbt, um einen Weg fortzusetzen. Meinen Weg fortzusetzen. Entschuldigung. Kleiner Verleser, kann ja mal passieren. Ich würde es nicht besser können. Na dann. Ne? Okay, die Tür ist auch abgeschlossen. Habe ich die schon probiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, weil ich hier das Viech gesehen habe. Wir laufen immer mehr auf das Viech zu, was mir überhaupt nicht passt, aber ist natürlich logisch. Immer schön leise die Türen zumachen, ne? Wie wir es gelernt haben. Ja. Gelernt auf der P&K Akademie. Ja, ja. Jetzt kriege ich aber zu viel. Jetzt machen wir hier die Musik aus. Natürlich, jetzt kann ich die Musik nicht ausmachen. Jetzt muss ich da auch noch drüber quatschen, dass mir die GEMA nicht kommt. Ich glaube, die Amnesia-Musik ist nicht copyright-rechtlich geschützt. Also der ganze Soundtrack ist auf YouTube hochgeladen. Da ist auch keine Anzeige mit, was weiß ich, der Name von dem Lied und dann von Künstler XYZ hier kaufen. Also eigentlich ist die nicht copyright-geschützt, war auch im ersten Teil nicht so. So, in der Toilette passiert jetzt was. Hallo, der Blitz ich bin trifft auch dich da. Beim Scheißen. No. Alter, die Musik da hinten, na, die macht mich. Da kriege ich Herzflattern von. Vielleicht springt hier ja gleich das Schwein nach der Türe an. Dann würde ich lachen. Ah, eine Notiz. 11. Oktober 1899. Zur Bändigung des Produktes nach vor der Initiierung des Vorgangs wenden wir das neueste chemische Wissen in Form niedrigster Dose eines Laudanum-Derivats an. Dies bedeutet, dass wir sie aus ihren Käfigen in eine Reihe schleifen, denn so geraten sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Panik und beschädigen Maschinenkomponenten, andere Produkte oder sich selbst. Dieses Förderbandabschnitt ist gummibeschichtet und wird zur Beibehaltung guter Laune entsprechend beleuchtet.
Wir haben außerdem herausgefunden, dass die strategische Platzierung von Grammophonen und einfachen akustischen Verstärkerröhren um die Reihe herum die Beruhigung des Produktes mittels Musik ermöglicht. Debussy erachten wir diesbezüglich als besonders effizient. Tja, also haben wir hier eine Maschine zur Zerhackstückelung von irgendwas? Ich tippe mal auf Schweine, das heißt ja eine Machine for Pigs. Könnten aber auch Menschen mit gemeint sein, weil man sagt ja auch manchmal, du Schwein, du isst wie ein Schwein, du bist ein elendes Schwein. Kann man vielfach interpretieren.